Okay. Weiter geht's. Wir waren ja hier oben. Na, lass den frei. Hier oben. Und wollen jetzt mal hier so ein paar Zwerge bashen. Dass die liebe Morgana auch noch ein paar Punkte kriegt. Um dann bei der nächsten Station Altar von Alarion dann auch noch was abzugreifen. Ja, und dann würde ich mal nach hier Katloch fahren wieder. Die Werte hochsetzen, dann nach Pirate Rock, Restaurationstrinker auffüllen und dann würde ich fast hier, ja, meinetwegen nach da mit dem Schiff oder auch nach da und dann laufen. Das ist eigentlich gleich. Und mal hier versuchen, in die innere Zone vorzudringen. Das müsste ich jetzt können. Aber ich fühle mich da noch nicht fit genug. Darum jetzt hier erstmal noch ein bisschen fighten. Und Punkte machen. Was sind das? Dämonen nehme ich auch. Mal erst als erstes dran. Jetzt kann ich, tja, ich weiß, da der Jackalack wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ne. Ja, das hat irgendwie fast nichts gebracht. Wie kriege ich die Morgana dazu, den Meisterstab benutzen? Vielleicht bringt das ja was. Bei der nächsten Runde mal versuchen. Oder ist da die Dämonen sind aber noch zu schwierig. Ich muss diese Zwerge suchen. Ja, an dem Wasser vorbei. Nach Osten. Und rein kam ich ja von hier. Ja, will ich erstmal nach Süden.
Man kann ja auch einfach mal verteidigen. Warum ist denn die jetzt alt gezaubert? Immer diese Doppelklicks. Wir müssen auch da tot gehen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht. Geht vielleicht schneller. Acht. Eins. So. Drei. Drei. Ich hab keine Lust mehr. Ich nehme jetzt mal den Meisterstab. Das ist ganz schön aufwendig, so. Naja, aber es für jeden Juggalak-Treffer gibt es einen Treffer, ne? Und da durch 32 gibt es einen Punkt. Also es zählt nur ein 32. Das zählt 1. Und ab 150 gibt es irgendwie, da kann ich viel kämpfen. Am besten wäre es, ich finde die Zwerge. Und die gehen beim ersten Mal kaputt. Der macht den Warnschlag, dann ist es eigentlich ungefährlich.
Schade. Das Numpad funktioniert nicht. Vielleicht habe ich ja noch ein anderes Teil, was besser funktioniert. Ich glaube, der Altersstab ging alles gegen alle, oder? Mal gucken, vielleicht hilft der ja. Der Steinstab geht auch gegen eine Gruppe. Der Altersstab, oder wird es noch hier nicht ausmachen? Das ist ja überlastet. Kann ja gar nichts tragen. Ja, das brauchst du auch nicht tragen. Das mal mit dem Altersstab versuchen. Ist der Mandrak überlastet? Die Schlangenschuhe haben eine ziemliche magische Kraft. Wahnsinn. Das wäre doch was für ihn hier. Ach, der kann sie nicht gebrauchen.
So, jetzt keiner überlastet, geht's allen gut. Immer diese Babysitterei. Da brauche ich eigentlich gar nicht rein. Das ist ja Blödsinn. Die waren ja eigentlich... Was ist denn das? Warum ist die jetzt aber immer so schlecht drauf? Oder es hat der Zauber einfach nur nachgelassen. Doch alles an. Normalerweise waren hier dann immer ganz viele Zwerge. Vielleicht werde ich auch erst das schaffen, wenn ich ein bestimmtes Feld hier in den Wald betrete. Müssen noch ein bisschen mehr nach Osten. Ich alter euch auch gleich, pass auf. Naja, dann werden sie gealtert und nicht vergiftet. Der Schaden ist ungefähr gleich. Ja, nimmt sich nicht viel. Ist immer noch, dabei habe ich sie doch gerade. Naja. Der Bockstab macht viel mehr. Das ist gut. Dann nehmen wir den Bockstab. Der macht mehr und geht auch auf alle. Na, da ist er wieder normal. 3-1 ist das dann.
ist eigentlich schon ganz ordentlich, was die da an Schaden macht. Die sind halt ziemlich stark, diese doofen Dämonen da. So also langsam dürften sie mal sterben. Falsche. Falsche Taste gedrückt. Ihr dürft auch mal tot umkippen. Wenn es als Treffer zählt, ist ja gar nicht so schlecht. Obwohl ich bin der Meinung, mit Zwergen ging das schneller. Aber scheinbar tauchen hier noch Dämonen auf. Schadenspunkte haben die.
Langsam fallen die ersten. Ja. Was hast du denn gefunden, Dorothy? Naja. Was hat er hier noch? Nix. Wenn man hier wieder zurückgeht. Ja, nach Westen müssen wir noch zurück. Der Zwerg keine Lust mehr zu erscheinen. Normalerweise ist er beim zweiten Mal, ist er dann da. Der Röbenok oder wie der da hieß. Aber weder dieser Spezialzwerg noch die anderen Zwerge wollen heute auftauchen. Das finde ich nicht lustig. Dann machen wir hier alles voller Zwerge. Ja, scheinbar gibt es jetzt noch Dämonen. Keine Zwerge mehr. Wir waren alles Zwerge. Vielleicht passt die Uhrzeit nicht. Also, ich kann mich nur erinnern, dass es hell war. Ja, vielleicht ist es noch zu früh. Vielleicht kommen die erst mittags raus. Ja, dann bächen wir noch ein paar Dämonen, bevor dann die Zwerge kommen. Thank you.
Das habe ich so übergangen. Ich hoffe nur, dass der Boxstab sich dann nicht in Luft auflöst. Dann müsste ich die Runde nochmal anfangen. Kriegen wir auch noch mal ein paar Treffer drauf.
geht's insgesamt schneller. Immer überspringen, das dauert so lang. Jetzt warte ich da ewig und kriegt halt jeder ein paar Punkte. Und nicht nur die Morgana. Ich glaube, es sind genug Dämonen da. Lauft ihr weg vor mir oder was?
Feiglinge. Nur der Jaggerlack will nicht von Position 6 weg. Ich gehe jetzt einfach mal Richtung. Ja, welche Richtung gehe ich denn? Eigentlich ist es wurscht. Irgendwo muss ich dann einsteigen in die Bahnstation später. Eigentlich kann ich auch hier bleiben. Vielleicht tauchen ja irgendwo noch mal Zwerge auf hier. Ich sehe zwar jetzt hier nur
der ist jetzt überlastet. Das ist natürlich schlecht. Nicht vorher dran denken sollen. Das macht's aus, wenn man belastet ist. Ja, aber ganz schnell tot. Okay, klar. Jetzt seine Rüstung, jetzt, also jetzt übertreibt er echt. Dass eh nichts an der Reihenfolge ändert. Hast ihn gefunden, Dorothy.
Ja, das ist doch wenigstens nochmal eine Gruppe. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Na egal. Ich hab gedrückt. Ich glaube, 3 habe ich gedrückt. Nee. Oh, ganz schön demoliert. Hey, 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 jetzt reicht's aber. Morgana immer schon so wenig Punkte? Ich denke, das war eine ganz mächtige. Ach, die sind so weit weg. Das ist aber nett, dass er näher kommt. War flüchten. Ich bin doch glatt geflüchtet, obwohl ich das natürlich nicht wollte und auch nicht nötig hatte. Aber ich drücke hier irgendwie ständig 3 für Gegenstand. Der ist wohl irgendwann in der Gewohnheit drin und macht Fehler. Oh, irre, was die abkönnen. Nur Licht.
Früher hat der Jaggernack gegen alles geholfen. Die sind aber reihenweise da dumm gekippt und jetzt haut man da x-mal drauf. Und sieht fast aus, als ob es dem nichts ausmachen würde. Selbst hier 1500 bis 2000 Schadenspunkte sind das meistens. Das sind ja auch immer so um die 500 hier mit dem Jaggernack. Bleibt da, ihr Feiglinge! Da rennen meine IPs davon. Deswegen mache ich das Ganze doch noch. Nehmen wir den Checkerlack da hinten. Super magischer Edelstein. Na, aber trotzdem scheint es ja ein bisschen was zu bringen. Aurin steigt auf. Wo sind die Zwerge hin? Wo sind die Zwerge hin? Wo sind die Zwerge hin? Weichlinge, bleib da! Noch EPs gibt, wenn man die Leute da dazu bringt, abzuhauen, wegzulaufen. Also was ja noch viel bringt, ist ja dieses Hintergehen, ne? Die sind jetzt eigentlich so wahnsinnig. Was ist denn das Spezielles? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja fast immer Erfolg hat. Es gibt ja richtig Punkte dann vom Altar von Anarion. Hintergehen und das andere war bezaubern und listen, ne? Ja, List war ja hintergehen. Das zählt ja sogar mal 8. Muss ich mal ein bisschen hier mehr hintergehen, das bringt's. Erst verrückt machen und hintergehen. Ich glaube, das ist viel effektiver als dieses ewig mit dem Juggerlack. Das zählt zwar immer 1. Aber hintergehen zählt. Ach nee, das zählt 1/32. Punkt. Aber für jeder Treffer zählt halt 1/32. Und hintergehen zählt 8 Punkte. Na, und jemanden mit dem Gegenstand zu töten und Juggerlack zählt 1 Punkt. Also mache ich doch mal ein bisschen hintergehen. Für den Altar von Alarian. Da haben die ja sowieso irgendwie nichts auf der. Was hat die denn jetzt hier an Daten? Na, 52 Gegenstandstreffer sind 52 Punkte. 1081, dann haben wir mal durch 32. Teilen bin ich irgendwie bei 35 oder sowas. Punkte. Weil sie dieses immer wieder mit dem Juggerlack drauf. Und die Listen, die 3, sind schon 24 Punkte. Was direkt ist, weiß ich jetzt nicht. Mit Magie könnte ich ja vielleicht auch noch mal was machen. Ich find's halt irgendwie ein bisschen ernüchternd, dass die Gute nur. Ach doch, die hat 1052 Magiepunkte. Ich hab sie nur nie restauriert. Doch doch, die hat jede Menge Magiepunkte. Nur ist die halt nicht von Intelligenz und Weisheit geschlagen. Geschick A sieht auch nicht gut aus. Das muss alles noch hoch. Das muss alles noch hoch. Drum ist die erst so spät dran. Ich muss die Morgana noch ausbauen, bevor ich mich da in die innere verbotene Zone traue. So, ich sehe, die Stunde ist auch schon wieder um. Das heißt, der Teil ist um. Im nächsten Let's Play geht's dann weiter und ich schätze, wir müssen noch ein bisschen trainieren. Jo, macht's gut und bis dahin. Ciao.